Eine ganz normale Autofahrt, die gibt es heute nicht. Heute fährt Nemo mit seinem Vater nämlich in eine ganz besondere Autowaschanlage. Ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, der Kinderpodcast. Hier ist euer Lieblingspodcast, hier ist Ab ins Bett, heute mit der 960. Gute-Nacht-Geschichte. Ich bin Marco. Es ist Mittwoch, die Hälfte der Woche ist rum. Übrigens die Hälfte des Aprils auch schon fast. Die Zeit vergeht so schnell. Und euch lade ich ein zum Recken und zum Strecken. Nehmt die Arme und die Beine, die Hände und die Füße und reckt und streckt alles so weit weg vom Körper, wie es nur geht. Macht euch ganz, 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 ganz lang. Spannt jeden Muskel im Körper an. Und wenn ihr das gemacht habt, dann lasst euch ins Bett hinein plumpsen und sucht euch eine ganz bequeme Position. Und heute am Mittwochabend, bin ich mir sicher, findet ihr die bequemste Position, die es überhaupt bei euch im Bett gibt. Hier ist die 960. Gute-Nacht-Geschichte für Mittwoch, den 12. April. Nemo und die Fahrt durch die Autowaschanlage. Nemo ist ein ganz normaler Junge. Es ist ein ganz normaler Tag, es kann sogar an diesem Mittwoch sein. Mittwoch ist einer der Lieblingstage von Nemo. Am Mittwoch kommt Papa nämlich früher von der Arbeit nach Hause und Mittwochnachmittag ist Papatag. Nemo wohnt bei seiner Mama. Nach der Schule, als er mit dem Mittagessen fertig ist, klingelt es an der Tür. Mama und Papa wohnen seit einiger Zeit getrennt. Das ist für Nemo nicht so einfach. Aber er freut sich umso mehr auf die gemeinsame Zeit mit Papa. Als es an der Tür klingelt, da weiß Nemo, das ist Papa. Und er weiß auch, dass sie heute etwas ganz Besonderes machen. Eine Ausfahrt mit dem Auto. Die beiden haben sich vorgenommen, die schönsten Stellen in der Stadt zu besuchen. Und zwar die schönsten Stellen, die Nemo noch nicht gesehen hat. Doch bevor es losgeht, bevor die Ausfahrt beginnt, sagt der Papa, dass er sein Auto noch einmal waschen möchte. Das hat er in diesem Jahr noch gar nicht getan. Und tatsächlich, das Auto ist wirklich ziemlich dreckig. Und ein bisschen waschen schadet nie. Das weiß Nemo. Er geht ja auch regelmäßig duschen und baden. Doch ein Auto, kann man ein Auto denn baden? Fragt sich Nemo. In eine Badewanne kann ein Auto nicht fahren. Aber in so eine Art Dusche, erklärt der Papa. Und die beiden fahren heute zu einer ganz besonderen Autowaschanlage. Zu einer Autowaschanlage, in der man sitzen bleiben kann. Man fährt durch eine Waschstraße und kann dabei von innen zuschauen, wie das Auto bald richtig blitzt und funkelt und glänzt. Papa sagt, dass es wichtig ist, die Fenster geschlossen zu halten. Und dann beginnt das Spektakel. Nemo sitzt auf dem Beifahrersitz und ist ganz aufgeregt. Er hat noch nie gesehen, wie eine Autowaschanlage funktioniert. Heute ist die große Premiere. Als Papa mit dem Auto in die Waschanlage fährt, kommen große Bürsten auf ihn zu. Sie rubbeln und schrubben das Auto mit viel Wasser sauber. Am Ende kommt noch ein riesengroßes Gebläse. Und das pustet all das Wasser weg und macht das Auto trocken, damit es hinterher schön glänzt. Doch bevor Papa mit dem Auto aus der Autowaschanlage fährt, da sieht Nemo etwas. Ein Licht? Es ist kein normales Licht. Es ist nicht rot, auch nicht gelb und auch nicht blau. Erst recht nicht grün. Es ist eine Farbe, die Nemo so noch nie gesehen hat. Kunterbunt. In allen leuchtenden Farben des Regenbogens, mit Funkeln und Glitzern. Je länger Nemo in dieses Licht schaut, desto vertrauter kommt es ihm vor. Als Papa mit dem Auto langsam aus der Waschanlage fährt, da sind sie seltsamerweise nicht auf einer Straße, sie sind auf einer Art Autorennstrecke. Nemo liebt es, genau wie sein Papa, Autorennen im Fernsehen zu schauen. Und nun sind sie mittendrin in einem echten Autorennen.
Halt dich gut fest, sagt der Papa zu Nemo, so als sei es etwas ganz Normales, mit dem Auto über eine Rennstrecke zu fahren. Papa gibt ordentlich Gas. Das kribbelt ganz schön im Bauch von Nemo. Ist ein gutes Gefühl, denkt er sich, fast so wie in einer Achterbahn. Ich wusste gar nicht, dass du so gut und schnell Auto fahren kannst, sagt Nemo. Und dann erfährt Nemo etwas, was er noch gar nicht wusste. Früher, als Papa jünger war, ist er tatsächlich echte Autorennen gefahren. Nicht besonders lang, aber ein Rennen hat er damals sogar gewonnen. Warum hast du mir das nie erzählt? Fragt Nemo seinen Papa. Doch er kann nicht antworten. Ich konzentriere mich jetzt lieber aufs Autofahren. Kurz bevor sie das Ziel erreichen, dort steht ein Mann mit einer schwarz-weiß karierten Fahne, gibt Papa nochmal ordentlich Gas, überholt ein anderes Auto. Der Mann mit der Fahne schwenkt sie kräftig, sie durchqueren das Ziel. Und als sie anhalten, hören sie, dass Nemo mit seinem Papa zusammen das Autorennen gewonnen haben. Erster Platz, sagt der Schiedsrichter. Papa lässt sich feiern. Er bekommt einen riesengroßen Lorbeerkranz überreicht. Doch den behält er nicht selber. Den Lorbeerkranz, den gibt es für Nemo. Denn ohne Nemo wäre er wahrscheinlich niemals hier gelandet. In der Autowaschanlage und auf der Rennstrecke. So werden Papa und Sohn zu Siegern. Und das schweißt beide noch mehr zusammen. Nemo ist glücklich über die Ausfahrt mit seinem Papa, die dann doch irgendwie ganz anders war, als er es sich vorgestellt hat. Außerdem war sie wirklich viel, viel schöner als gedacht. Nemo weiß, genau wie du, jeder Traum kann in Erfüllung gehen. Du musst nur ganz fest dran glauben. Und jetzt heißt's ab ins Bett. Träum was Schönes. Bis morgen, 18 Uhr. Ab ins Bett.net. Gute Nacht.